Guten Morgen, Freunde, was geht? Bei mir geht wieder so einiges. Und zwar geht's heute nach Bremen. Fotoshooting mit Kleinex und Adam ist auch am Start. Endlich sehe ich ihn wieder, den Kleinen. Und wir haben es jetzt 6 Uhr morgens. Ja, 5 Uhr 6 haben wir es jetzt. Wir machen jetzt gerade Tours fertig. So, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Natürlich, Fule Frico ist am Start heute. Viel Spaß damit. Peace aus. Den Kettos haben wir auch schon gesnackt. Jetzt machen wir gerade 2 Toast mit Cream Light, Käseaufstrich Light, Hähnchenbrust, Truthahnbrust meine ich, Rohschinken Light und Salami Light. Ja, Mann. So, wir haben es jetzt 12:30 und so ging Philipp vor 1 fahre ich los. Ja, ganzen Morgen wach gewesen noch. Den ganzen Tag gezockt. Ja, Molina war schon reiten, glaube ich, 2 oder 3 Stunden. Nein. Und halt 2 Stunden, ist ja egal. Nee, nicht mal. Denn 1 Stunde und 50 Minuten. So, und jetzt gibt's nochmal Essen. Eine Brezel, 3 Eierz mit Creme Light. Aber dann für die Brezel nicht viel Eierz. Die ganzen Vitamine und schön Proteinaufstriche. Das. Ja, genau. Weißt du selber bei dir? Also es ist wirklich, Prometheus ist der größte Großhändler in ganz Europa. Eigenes Gym, die haben glaube ich 10.000 Quadratmeter Lagerfläche, das ist so krass. Machen auch Fitnessgeräte und nur Supplements? Nee, Supplements, Vitamine, Unterkrebs natürlich haben die auch. Aha, okay, nice. Also, die haben uns unter Vertrag und das ist ganz cool, sag ich. Ach so, willkommen. Was geht, Digga? Nikos Video. Machst du auch einen Vlog? Ja, für den ganzen Tag. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen auf Ricos Bodybuilding YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut. Möchtest du noch, dass ich was sage? Kauf mir Cock und Wacky, der zieht ein. Also diese Studie hier, das benutzen nur die Mitarbeiter hier von dem Shop hier. Ich zeige euch mal ein bisschen, was hier abgeht. Echt krasses Ding, Alter. Das wäre im Home-Gym perfekt. Mir geht nicht. Man sagt auch, dass die ganzen großen Bodybuilder wie Jay Cutler und Yvonne Coleman früher, wenn die FIBO-Zeit war, hier alle trainiert haben, dann zu FIBO gegangen sind. Und ja, krasses Ding, Alter, heftig. WTF. Und was geht hier ab, Mann? Kurzhanteln bis wie viel Kilogramm? 80. 20. 80, Digga, easy. 80. Ich will gleich von dir ein paar Reps sehen, ne? Ach, krass hier zum Klettern, Alter, heftig. Chillig, Mann. Nice. Krasses Ding, Alter, heftig. Okay. Ja? Das ganz, Digga, heftig, Digga. Hast du das in der Trizis gemacht? Der war in deinem letzten Video nicht freigeschaltet, weil ich da nicht auf Material war. Krank, Digga, wie hast du für fette Arme bekommen, Digga, heftig, wo ich den Lamin gesehen habe, im Monat erst. Hä? Ja, vom Monat bist du breit wie jetzt? Ja, Bruder, ich war auch nicht da. Ja, doch auf. I trust you. Oh. Stehe ich im Bild? Wir tauschen einfach mal so, so passt das. Ja, das sieht gut aus. Dann lass eigentlich loslegen.
Was ist hier los, Alter? Das war dein linkes Bein ausstrecken. Genau, oder was? Für alle Leute, die Dinge hier sind Gold wert auf jeden Fall. Für Schulterdrücken und Bankdrücken, Digga, beste as fuck. Ich trage sie so oft. Das ist noch Camouflage. Ist das neu? Camouflage? Ey, Brudi. Neu auf Camouflage? Ja, das war. Sind neu, ja. Rico 10, Freunde, ihr wisst Bescheid. Sie lohnen sich echt, ey. Oh, Kniebandagen. Für Beintraining. Lohnt sich auch. Bismillah. Nummer 3. Dollar für mega Koffein. Ja, Digga. Dollar für mega Koffein. So, natürlich Wayne am Start. Wir kommen jetzt beim Booster hier. Naughty Boy. Mit 350 Milligramm Koffein, Morphein. Was viele nicht, was viele vergessen, wir sind hier im Promotorschlager. Das ist der größte Händler für Supplemente. Europaweit, ja. Europaweit. Deswegen, ich glaube, nebenan, es sind so viele Supplemente, Bruder. Ja, ich bin schon bei mir, glaube ich schon. Müssen wir mal was mitnehmen. Digga, das kribbelt jetzt schon in meiner Hand, wo ich noch gar nicht angefangen habe. Also hier dürfen die wenigstens starken Booster nehmen in Deutschland nicht. In Deutschland musst du mal steil abschneiden, ne? Genau wie Marihuana rauchen, darf man die auch. In Holland, in Deutschland nicht. Okay. Spürst du mit Rain? Komm mal, jetzt ist es kaputt. Boah, dieses Wall and Smoke ist gar nicht so nice, Mann. Boah, dann bauen wir auch. Wer baut da Haut? Hä? Wer baut da Haut? Wir fangen mit Maschinen an, wir machen heute Maschinen. Neue Reize, hat Rico gesagt. Ja, aber diese Brustpresse hier. Er hat sich kein gutes Training heute ausgesucht, Brust. Er weiß noch nicht. Du bist stark, ich weiß, Digga. Hast du 25 oder 20 drauf? 20er, Digga. 20er? Ja, immer 20er. Hä? Immer 20er, Digga. Bis wir bei 200 sind. Digga, er macht das easy weg, Alter. Shit. Der war heavy. Unten ist nicht, glaube ich, besser. Komm, wir machen Rücken. Ja, genau. Digga, was ist an dem aus, Alter? Er macht das so easy weg. Heftig. Ich war auch nicht gar nicht vorbereitet, Mann. Ich wollte nur 3 Eier gegessen, einen Toast, Digga. Das war's. Aber komm ruhig nach. Komm. Komm. Laufen die Kameras? Dann muss ich ja da auch beleidigen. 1, 2, 3. 1, komm, ich bin da. 2, komm. Jalla, fick ihn weg, komm! Boy! Digga! Das ist zu viel, Mann. Ich hab's mal alleine gemacht, den Rest hat er gemacht. Ey, ist schwer, oder? Digga, ist ultra schwer, Mann. Digga. Komm, oder warte, mit unten gibt's
Szene nochmal mit Ultra Kips? Ja. Oh. Also einer sagt 80 Kilo auch hier rauf. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, Alter. Digga, was ist mit dem los, Digga? Heftig. Okay. Ist aber echt gut zu Licht. Lässt du das Gewicht? Ich hab's doch nicht gemacht, ne? Ja, komm. Du hast ja heute das falsche Training mit mir ausgesucht. Come on. Komm, Bruder. Komm. Komm. Easy. Come on. Mach noch zwei. Mach noch. Was sagst du, Rico? 100 Kilo, Digga. Bruder. Ich hab gesagt, ich muss doch wieder reinkommen. Was ist hier los? Ist doch ganz normal. Geht hier. Easy. Eins, riesig. Zwei, danke mir leid. Ja, okay, hab ich. Ich hab ihn. Eins, komm. Zwei, komm. Jetzt. Komm. Noch drei. Nee. Oder zwei. Fünf. Okay. Einer. Oh! Hier war sie in die Hose gekackt. Ist hinter der Kamera, Rico? Hallo? Ja. Los jetzt. Ja. Was ist das denn, Alter? Ist das schwer? Das wird ja jetzt wieder 9 Kilo. Das ist auch 120. Ja, nicht 100. Meinst du, 5 Scheiben gehen? Mach's mal, ey. Weiß ich noch nicht. Aua. Okay. Vielleicht ist das auch schwer. Vielleicht ist es schwer. Vielleicht ist es auch schwer. Eventuell. Vielleicht ist es schwer, aber maybe. Nicht für Machina. Maybe. Der hat einfach so einen kurzen Ding, weil er so kurze Arme hat, ne? Das ist so unfair, Mann, wenn man so 1,50 ist. Ist so einfach, wallah. Er sagt so einfach. Jetzt. Die Maschine mitberechnen, sind es glaube ich schon so 180 Kilo insgesamt jetzt. Wie viel? 180 jetzt. Bankdrücken. Also 80 mal 80 plus 80 sind noch 160, oder? Ja. Ja, dann plus die Maschine, vielleicht 20 Kilo. Also ist das, weil das ist 120 Kilo Bankdrücken? Nee, 180. Ich habe jetzt 225 schon mal gedrückt. Drück mir gleich 300, Digga. Das ist sehr schwer für mich, Alter. Du hast auch so einen kurzen Armweg, Mann. Ja, immer diese Ausreden. Makina hat kurze Arme. Kurze Beine. Digga, das ist doch so schwer. Ich kann dir nicht helfen, ich bin hinter der Kamera. Ja. Digga, 180 Kilo ist so schwer für mich. Vier Stück. Immerhin, vier Stück. Ey, das waren ja 220 Kilo wieder. Ich komm gar nicht dran. Boah, was ist das für ein Dehnungsradius? Boah, geil. Yo, das hat Tobias auch im Gym. Hane, diese Butterfly. Hast du schon mal gemacht? Nee, der ist noch nicht, nee. Boah, Bruder. Alle sagen das. Wir tragen nur Gefecht. Ja, aber so kommt auch anders aus der Türkei. Schlagartig so viel.
Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, wie man sieht. Bruder, du weißt noch, wo ich bei dir zu Hause war, ich gesagt habe, Junge, ich glaube, der ist ja hier erst neu eingezogen. Und dann sagt er, Digga, ich lebe hier so. So richtig, stimmt, Rico, so richtig clean, Digga. Nächstes am Start. Rico war verblüfft über meinen Haushalt. Bruder, nur ein ordentlicher Mann ist... Ein ordentlicher Mann. Ja, so. Ich war in einem Auto. Ich habe übelst Hunger. Ich muss mich an meinen Mii-Plan halten. Wie fandst du meine Form? Digga, also wie gesagt, Digga, ich habe letztes Mal vor 5 Wochen gesehen und Digga, ich muss sagen, hat sich auf jeden Fall einiges geändert. Für mich bist du doppelt so breit geworden als vor 5 Wochen. Meinst du? Aber natural, ne? Digga, und deine, ja, natürlich, und dein Geh halt. Und deine Arme, Digga, sind krank als fuck, Alter, Junge, dein Trizeps ist ja jetzt schon freigeschaltet. Photoshop, sagen ja alle immer. Ah, du meinst Adobe, Lightroom. Ja. So, Spaß beiseite. Leute, danke für euren Support. Danke für den Vlog. Und wir sehen uns alle bestimmt bei dir im Gym. Wir schreiben, du musst auf jeden Fall noch vorbeikommen, ja. Wir müssen noch zu dir kommen. So, und ich werde auf jeden Fall seinen Instagram-Kanal in der Beschreibung packen und auch seinen YouTube-Link. Und an alle, die mich nicht kennen. Wie gesagt, das richtige Brusttraining, wo es nur komplett um Brust geht, ist auf seinem Kanal dann drauf. Müsst ihr dann einfach mal vorbeischauen und einfach mal bei ihm die Glocke aktivieren, damit ihr das seht, dass das Video online geht. Ebenso. Nimmst du auch auf? So, und ich fahre jetzt nach Hause noch 1,5 Stunden. Dabei schön Musik ballern, ihr wisst Bescheid. Und dann wird schön World of Warcraft gezockt, Leute, die ganze Nacht. Aber wir sind jetzt halt zu Hause. Ich muss auf jeden Fall noch was essen, Alter. Fuck. Einpacken, Moment. Hier, ja, ja, bitte. Ja, und aufgestreichen werden, ne? Ja. Oh. Oh. Was machst du da? Ich mach ein bisschen Gegenerum. Mhm. Nice, nice. So, bei mir gibt's jetzt Currywurst. Aber Protein-Currywurst natürlich von Planet Meat, High Protein. Bisschen Pommes und dann noch Reis dazu. Da sind jetzt 220 Gramm Reis ungefähr drin. Also 440 Gramm Reis. Rieke Preis am Start, ihr wisst. Diese Gucci-Taschen hier. Das ist aber von Spider Dogs, also die ist wirklich, wirklich brauchbar. Für unterwegs auf jeden Fall. Was wir noch haben, neu, ist hier diese geile fette Tasche mit mehreren hier Fächern, sogar mit Schuhfach dabei. Da passt wirklich eine riesen Menge an Sachen rein. Könnt ihr auch seitlich auch öffnen. Also die Tasche ist wirklich, wirklich praktisch und flexibel. Nutze ich auf jeden Fall. Und wir haben, weil wir ja neue Verordnungen haben, müssen wir diese FFP2-Masken tragen. Und ihr bekommt ab 20 Euro Mindestbestellwert diese Spyros-Masken 5-mal plus die FFP2-Masken 5-mal, wenn ihr sie separat in den Warenkorb reintut. So, und um 12 Uhr kommt eine richtig geile Kollektion für die Frauen raus. Und ihr zeigt mal her, dein Gerät. Also, guck mal hier, komplett neue Kollektion für Frauen. Also das ist wirklich, das sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Ja, mega, mega nice. Ich würde sagen, da steht hier. Schön am Bling, 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 Bling. Nice. Glitzer, glitzer, glitzer. Und die Leggings rutscht auch nicht runter. Und ist auch nicht durchsichtig. Nee. Das ist wichtig dabei. So. Um 12 Uhr geht's online auf spiders.de. Mit Rico 10 könnt ihr 10% sparen. Und Berliner 10 natürlich auch. Natürlich könnt ihr das. So, und 3 weichgekochte Eier. Und 220 Gramm Reis ungekocht gewogen. Lol, nebenbei UV-Speed. So, wir haben es jetzt 3.23 Uhr und jetzt gibt es nochmal 600 Gramm Protein Pudding Vanille mit 50 Gramm Butter mit Zitrone Whey und 40 Gramm Kellogg's. Yay! So, Freunde, das war das Food of Rico mit Erdem, das Brusttraining. Und ja, wir haben eine Lahnparty gemacht. Wir haben es jetzt, also wir haben gestern eine Lahnparty gemacht. Das hat bis 5 Uhr gedauert und jetzt ist es 7 Uhr morgens, nächsten Tag, weil wir mit ein paar Leuten aus der Gilde
den McGregor-Kampf geguckt haben. Und ja, leider nur 5 Minuten gedauert der Kampf. Was ist lange wach geblieben. Ja, jetzt habe ich Hunden Essen gegeben. Ich gehe noch mit den Gassi. Und dann gehe ich auch selber mal pennen. Ja, aber so sieht's aus. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und Glocke aktivieren, bei Erde vorbeischauen. Und bis zum nächsten Video. Peace out.